Hallöchen und herzlich willkommen zurück, liebe League of Legends Freunde. Gerade in der Abo-Liste frisch das Video Kayle und Morgana, die Rechtschaffende und die Gefallene. Gameplay-Trailer League of Legends und Alter, das Thumbnail ist schon... Also Morgana sieht hier richtig krass aus. So ein bisschen wie Kaiser oder eher wie eine dunkle Nico schon fast. Also so rein vom... von den Gesichtszügen her. Also Riot hatte ja jetzt seit einiger Zeit einen gewissen Artstyle entwickelt oder einen neuen Artstyle. Und Kayle ist aber eher so, puh. Ja. Also jetzt hier von dem Bild. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Es hat auch jetzt schon sehr, sehr viel Aufrufe, obwohl es der deutsche Channel ist. Und es wurde vor 2 Stunden hochgeladen. Also lel. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ich habe zwar schon reingeguckt, aber ich möchte natürlich da live drauf reacten. Deswegen, ne? Let's go. Geblendet durch die Schatten deines eigenen Lichts. Bist du hier, um ihre Dunkelheit zu rechtfertigen, Schwester? Alter. Alter. Die Unredlichen werden brennen. Ah, die Rüstung ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, bis auf der Helm. Oh mein Gott, wie smooth ihre Autotext sind. Ich werde die Welt vom Übel befreien. Krass. Und das Feuer der die Ultimate, glaube ich. Wird die Dunkelheit bezwingen. Alter, ist die geil. Wie langweilig. Mit dem Bösen. Okay, okay, okay. Alter. Alter. Ich entscheide selbst, was gerecht ist. Seht die rechtschaffene Flamme. Die hat eine Audio-Tick. Und. Was war das für eine Ultimate, bitte? Und oh, Morganas Ultimate. Oh, hell no. Unsere Wahrheit, Seth. Warum haben wir Flügelschwester, wenn nicht zum Fliegen? Warum haben wir Füße, wenn wir nicht auf der Erde wandeln? Oh mein Gott. Ich bin sowas von impressed, Leute. Sowas von impressed, muss ich euch zugeben. Denn, ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ich war sehr, sehr nervös, was das Rework von den beiden angeht, denn, klar, Morgana hat es auf jeden Fall gebraucht und Kayle mehr oder weniger auch, sie ist auch schon recht veraltet, aber Kayle ist halt ein Champion, der echt solid funktioniert normalerweise und ich habe halt wirklich ein bisschen Angst gehabt, dass die... kaputt gemacht werden, wobei ich natürlich Riot sehr, sehr viel zutraue. Riot schafft es, auf jeden Fall kreative und innovative Champions zu erschaffen. Nicht immer und nicht vollwertig, aber sie erschaffen Champions, die neu sind, die wirklich erquickend sind, ne? Sodass man richtig wieder Bock hat zu spielen, ja. Ich habe jetzt auch schon ein paar Wochen kein League of Legends mehr gespielt oder zumindest kaum noch und man hat hier einfach wieder richtig Bock zu spielen, Leute. Also... Wahnsinn, vor allem Kayle sieht, ne, wenn sie die Rüstung und die Flügel heftig und auch, ne, wenn man hier mal die Gameplays ansieht, die hat hier die unfassbar krasse Ultimate. Ich meine, guckt es euch an. Zuerst hat sie einen AOE-Auto-Tag, ich glaube, wenn sie die eher aktiviert, I guess. Oder ich weiß es nicht. Dann, es ist Wahnsinn, guckt euch das an, zack. Dann schießt sie, das ist wahrscheinlich ihre Q, damit slowt sie ihn, aktiviert eine Ultimate, die so ähnlich ist wie Nico ihre, ne? Sie geht so hoch, ist wahrscheinlich auch kurzzeitig unbesiegbar und dann gehen diese ganzen Schwerter einfach hoch und wieder runter und es ist einfach ein AOE-Explosionsdamage. Ja, Riot hat es neuerdings mit den AOE-Ultimates, ne? Aber also bei Kayle musste man das jetzt nicht unbedingt machen. Wir sehen jetzt hier gleich die Morgana-Version, die alte Ultimate war ja jetzt nicht so krass. Die hier, sie wird erstmal CC-immun, das ist ihr Schild. Ne? Der kann sogar mehrere Sachen anscheinend blocken. Das ist wahrscheinlich ihre Ultimate, wo sie ihre volle Magie entfesselt und wahrscheinlich alle rooted oder ja, hard slowed und dann peng. Heftig, Leute. Heftig. Also ich habe Morgana bis dato noch nie gespielt und Kayle ab und zu, ne? Aber ich muss einfach sagen, ich glaube, hier ist das Rework definitiv gelungen. Warum haben wir Füße, wenn und wir die Sprüche, Mann. Wandeln? Die sind jetzt mehr Gegensatz, ne? So wie Leona und Diana, nur noch krasser. Also ich muss sagen, auf dieses Rework freue ich mich. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns in der Kluft.